Oh, ja, ey, komm, was ist denn los mit dir? 1050 Umdrehungen und wir fahren fast 50. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Verdammte Naht! Löwen! Kein Bildschirm. Naja, aber ein Rollo. Ist auch nicht ganz doof. Ey, mal hier, Frage. Frage an die Community. Wie wird Fendt heutzutage gefahren? Ich fahre hier gerade. Das ist ja echt irre, ne? 44 mit 950 Umdrehungen. Jetzt muss ich den hier auch noch mal fahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, 936 mit einmal mit alles bitte. Was haben wir hier Feines? Oh, 750er Reifen, 44 Zoll, Vario Grip, Radgewichte. Oh, Alter, 600 Kilo jede Seite. Das ist aber auch schon böse, ne? Und guckt euch das an. Er guckt auch noch böse, ey. Boah. Ja, Sören war so frei. Der sitzt jetzt übrigens da auf dem Fendt One. Also den 724 Fendt One mit dem Ladewagen von Fendt. Oh, ja. Ja, wir machen hier eigentlich mal so ganz kurz zur Einordnung. Ne? Wir machen hier gerade unser eigenes Influencer-Event. Landtechnik, keine Ahnung, Gedöns. Wir werden jetzt zu anderen Sachen nie eingeladen, deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt einfach selber. Boah! Ey, wenn ich mir das Bild jetzt so angucke, das sieht auf der Kamera sogar noch fetter aus als so. Also als im Original. Vorne 38 Zoll Reifen, das geht mir so bis zum Kinn ungefähr. Ne? Und ich bin jetzt kein kleiner Mensch. 936, ha! Er sagte, wenn ich da jetzt mit fahre, ich will das noch mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, hier ist seine Tasche, da lege ich jetzt aber meine Kamera rein. So, jetzt haben wir ein Gedöns hier aus den Taschen entfernen. Also, wir haben hier allerdings keinen Fendt One. Ah, das ist der alte, in Anführungsstrichen. Oh. Also der 936 mit dem Alten. Oh Gott, ey, das ist aber auch. Da muss ich jetzt aber ehrlich sagen, ich bin ja jetzt gerade von dem 724 da drüben gekommen. Mit Fendt One. Da muss ich jetzt allerdings ehrlich sagen, nee. Das spricht mich jetzt so überhaupt nicht an, diese alte Armlehne hier. Mit dem Kollegen hier. Weiß ich nicht. Holt mich nicht ab. Nicht wirklich. Aber egal, komm, wir gucken uns um. Ich glaube, die Kabine ist auch, ist da viel anders geworden. Ich kenne halt so noch, ich sag mal, 828 kenne ich. Auch den aktuellen, ja doch, auch den. Auch den Vorgänger. Ich kenne halt so 9, hatte ich in dem Video zu dem Trecker schon gesagt, so 927, 924, also die ersten, die dann, wo das erste Mal der 936 auftrat, Baujahr oder ab Baujahr 2007 oder wann war das? 2008? Irgendwie so, ne? Was nach diesem nicht so schönen 900er TMS kam. Die fand ich nämlich echt nicht hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir haben auch hier wieder einen Batterietrennschalter. Finde ich gar nicht doof. Mit diesem alten Handyhalter hier. Passt dein Handy da rein? Passt mein Handy? Passt. Okay, gut. Passt. Ist in Ordnung. Test bestanden. So, hier oben 700.000 Anschlussmöglichkeiten für Sachen. Kein Bildschirm. Naja, aber ein Rollo. Ist auch nicht ganz doof. Die Olle, nein, es ist nicht die Olle Aluschiene, es ist die Aluschiene. Mein Gott. Ich will hier mal so negative Sachen sagen. Okay, hier haben wir auch einen Scheibenwischer. Gut. Ja, ich glaube hier vorne, das ist auch ein bisschen anders geworden mit dem Gebläse hier so. Hier habe ich auch immer noch diesen Eulen. Hä? Was macht der? Okay. Bei Test bleibt... Okay. Mach es weg. Wer hört denn hier Schlagerparadies? Radio Bob? Es gibt Radio 21? Nee.
Ah, das ist. Ist das DAB? Nee. Oder doch? Doch, muss ja. Okay, warte, will losfahren. Warte, ich muss ja GoPro aussetzen. Hilfe. Leute, sorry. Mega unprofessionell. So, jetzt habe ich aber hier wieder einen Spiegel, wo man mich jetzt lustigerweise wieder sieht, aber ich sehe halt auch in meinem GoPro-Dingens hier, sehe ich halt auch, dass das Bild in Ordnung ist. So. So, ein bisschen runter. Okay, komm. Rein in die Olga. Oh, halt. Halt. Wie mache ich denn jetzt? Oh, wie hat er denn jetzt? Trecker. Hilfe! Nee. Ich will nicht Wartung machen. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Verdammte Naht! Löwen! Nee. Ah, ich hasse dieses Display. Ich hasse das. Ich finde das nicht gut. Das ist so kompliziert. Bah, wie mache ich vorne die... Ah, nee, hier ist Federung, ne? Scheiße. Ja, sorry. So, macht er die jetzt hoch? Kollege, machst du Federung hoch? Vorderachsfederung, los, mach sie hoch. Ah! Sören, du hast sie runtergemacht, mach sie wieder hoch. Okay, ich fahr mal los. Vielleicht mal. Hoppala. Ah, jetzt. Oh, so. Jetzt kommt sie wieder hoch. So, wir fahren. Okay, Gas. Oh, ja. Der Bursche marschiert schon los. Der Bursche ist auch recht ruhig. Ich mache jetzt mal Musik hier aus. Oh, das ist mir aber auch neu. Oh! Oh! Okay, gar nicht schlecht. Ich kann zumindest ansatzweise mein Radio jetzt hier auch bedienen. Ja, wenn ich sage jetzt hier, ne, ey, komm, ich habe so eine Kiste vorher noch nie gefahren. Ich weiß, der ist schon länger draußen und einige sagen, kann man doch schon lange. Keine Ahnung. Ich fahre das erste Mal so einen dicken 936 hier. Also den neuen. Das neue. Ohne Fan One. Aber da wird es ja auch so sein, dass der Trecker in der Basis identisch geblieben ist und nur Fend One hier aufgeklatscht wurde. Ey, fuck, jetzt muss ich wieder überlegen, von wo sind wir jetzt hier gerade gekommen? Scheiße, war das von hier? Oh ja, hier war das. Ich kenne mich hier nicht aus. Oh, hier, guck mal, ich hab ihn wiedergefunden. Schön. Moin, moin Sören. Oh, die gucken uns alle doof an hier. Leute mit neuen Treckern und einer GoPro auf dem Kopf. Sieht immer komisch aus. Was hat er jetzt vor? So, reden wir mal über den Trecker. Ja, natürlich. Die Übersicht ist natürlich ne, ein ganz anderes Thema mit dem Trecker da. Komm, das Auto lassen wir eben durch. Wupp. Also wir fahren jetzt auch mit TMS. In der Hinsicht bin ich dann doch eher Fanfahrer der alten Schule. Ich kenne halt auch ohne TMS. Kann ich das jetzt einfach so ausmachen? Ja. Haha. Okay, das wollte ich schon immer mal machen. Ey, mal hier Frage. Frage an die Community. Wie wird Fendt heutzutage gefahren? Fahrpedal für schneller, langsamer? Und Gaspedal wirklich nur zum Gas geben oder halt TMS, das ist jetzt so ein Fendt-Name, beziehungsweise einfach nur per Fußgas. Wie, also ne, ihr wisst, was ich meine. Wie fährt man den heutzutage? Was ist on vogue? Was ist, wie wird das gemacht? Erzählt mal. Das würde mich jetzt interessieren, weil ich bin halt, wie gesagt, Fahrer der alten Schule, ich kenne halt noch ohne TMS. Da wird halt, ne, einfach nur... Oh, ja, ey, komm, was ist denn los mit dir? 1050 Umdrehungen und wir fahren fast 50. Ja, ist klar. Was stimmt denn nicht mit dir, Junge? Alter, das ist schon, ja, kann man machen.
Ja gut, der läuft auf 60, ne? 60 km/h Zulassung, der Bursche hier. 650 Umdrehungen. Ist ja nix, ne? Oh, hier sind, oh Gott, diese ganzen Knöpfe. Das sehe ich ja jetzt erst. Hier sind ja, das ist ja auch alles neu gemacht von hier. Ich kenne halt noch die alten Knöpfe hier. Ich meine, letzten Endes ist das nicht großartig anders, ne? Das ist ein bisschen, ja, ich sag mal, neu designt, aber. Nee. Nein. Nein. Ich sag mal so. Der Trecker Fendt One. Das könnte geil werden. Würde ich gerne mal machen, bin ich ehrlich. Das Ding ist halt, dieser Joystick, der liegt auch nicht schön in der Hand. Sind wir mal ehrlich, komm. So, wenn ich jetzt meckere, eigentlich gar nicht mal um den Trecker an sich, sondern... weiß ich nicht. Das ist nicht so meins, diese Bedienung. Ich meine, die Hydraulikgeschichte, ne, das ist in Ordnung. Aber der Joystick, nee, nee. Weiß ich nicht. Hätten die ihn einfach nur ein bisschen neu designt, das würde ja auch schon, hätte ja auch schon gereicht, sag ich mal, so ein bisschen. Das ist halt so 2007, ne, da wo er herkommt. Klar, der hat alles, was man dann so braucht. So ein Update wäre aber nicht schlecht gewesen. Die Kabine an sich, die ist ja auch, das ist halt auch ein Familienhaus, so 8R-like, ne? Muss man auch sagen. Die ist halt auch echt für so einen Trecker auf jeden Fall würdig. Und man denkt auch die ganze Zeit, der Trecker ist überhaupt nicht an. Aber er ist natürlich an. Ich fahre hier mit 40, ich kann noch schneller, warte mal. Ich fahre hier gerade, das ist ja echt irre, ne? 44 mit 950 Umdrehungen. Heieiei. So, kommen wir mal zu was anderem. Motorhaube, ne? Ist halt auch sehr, nimmt halt sehr viel Sicht weg. So, Sicht nach vorne, Anbaugerät bzw. Fronthydraulik 0. Er sollte aber, der hat glaube ich auch wie der 1050 oder die 1000er, der hat doch glaube ich auch vorne eine Kamera drin. Kann das sein? Ich bin mir da fast sicher, dass das so ist. Macht auch nur Sinn, wenn man halt so eine brutal breite Motorhaube hat. Finde ich. Ich finde den aber optisch von außen echt, oh, der sieht gut aus. Der sieht von außen optisch gut aus. Punkt. Den 1000er mag ich nicht leiden. Auch. Punkt. Bin ich jetzt noch nicht gefahren, aber das geht ja bloß um die optische Meinung von außen. Ja, okay, da ist einfach mal die GoPro warm geworden. Ja, schade. GoPro 10, ne? GoPro Hero 10 Black, hat jetzt gar nicht mal so viel aufnahmetechnisch gemacht. Die wird aber tatsächlich warm, ja. Freunde, jetzt ist die GoPro schon wieder warm geworden. Aha, so. Egal. So, abschließende Worte. Ich bin da sehr offen für. Also nicht so gerne unbedingt mit den alten Bedienungs... Das interessiert mich nicht, sag ich mal. Das heißt, das interessiert mich nicht. Aber ich sag mal so, das flasht mich jetzt nicht so wirklich. Ich hätte dann doch schon Bock mit so einer Maschine, mit diesem Trecker... Mit der Fendt One Bedienung und dann auch wirklich mal ne, vernünftig damit arbeiten. Keine Ahnung, Drillmaschine, whatever. Irgendwas, wo er dann auch mal ein bisschen was zeigen kann. Zwecks ISOBUS, GPS, bla bla. Also nicht hier einfach nur ein bisschen Gülle zu bringen, sondern schon ein bisschen mehr. Das würde ich mir gerne mal geben. Bin ich ehrlich. So, da sitzt der Sören jetzt nämlich noch drauf. Moin. Ja, wir machen jetzt, glaube ich, gleich hier Feierabend. Noch ein paar abschließende Sachen sagen. Ich glaube, der Sören, der muss gleich nochmal den MF fahren. Ha! Genau, so war das. Ich mache jetzt hier nochmal richtig Posing.
Mann, jetzt ist sie schon wieder ausgegangen. Das geht mir ja auf den Keks hier gerade. So, Leute, haut rein. Wir werden uns in einem nächsten Video sehen. Oh, das ist ja ganz schön Content, den wir heute gemacht haben. Ha, geil. So, haut rein. Schönen Abend, schönen Tag, schön was auch immer. Seht zu. Ciao.